Freunde, ich bin wieder heuer Rüffi Palmstrand. War neulich wieder unterwegs in der Natur mit dem Fahrrad und habe ich dafür entdeckt, ja, eine Biberburg. Natürlich sofort Hunger kriegt, ja, weil zwar Biber gilt ja als Delikatesse. Ja, ist ja auch im Konstanzer Konzil vor 1414, 1418 offiziell von der katholischen Kirche zum Fisch erklärt worden. Ja, damit die Säcke in der Fastenzeit auch was zu fressen haben. Ja, aber es gibt gerade hier in Franken jede Menge gute heimische Bibergerichte. Ja, also Hunger habe ich sofort gekriegt, ist klar. Ist halt die Frage, ne, wie kommst du an den Frecker ran? Ne? Der hockt jetzt da unten in seiner Burg. Und na, wie kriegt man ihn? Ja, mein Kumpels, der Ali und der Murat, die haben dann auch sofort eine super Idee gehabt. Ne? Klasse Idee. Ja, die sind dann gleich los zum Hambach, ein Wasserstoffperoxid und ein Kunstdünger kaufen. Das hat aber leider nicht geklappt. Die hocken jetzt. Ja, habe mir selber was einfallen lassen. Ne? Irgendwas bastelt. Und ich denke, damit werden wir das schon kriegen. Ja? Freunde. Ja. Hammer, der das Viech. Sag ja, geringer Aufwand, riesen Ertrag. Na, der wird bestimmt klasse. Sagen, schauen wir, dass wir hier verschwinden und ab im Topf mit dem Ding, ja? Jetzt ist die Hosen an und essen. Dreck. So, liebe Freunde, wir waren ja heute Vormittag unterwegs, haben uns einen Biber gefangen und den wollen wir uns jetzt zum Essen machen. Wir brauchen dazu einen Biber, Schalotten im Ganzen, rote Paprika, viel Knoblauch, etwas Zimtstange, gehackte Tomaten, Gewürze, bisschen Brühe, Kartoffeln und na, Fisch will schwimmen, natürlich einen Wein und davon nicht so knapp. Ne? Schauen wir erst mal, ob der taugt. Passt. So. Jetzt müssen wir unseren Biber erst einmal noch ausnehmen, aufgeschnitten auf Windschau. Und gibt es einen ganz einfachen Trick, wenn man den hat, langsam ziehen. Ganz schön hartnäckig, der Gute. So, muss man ausnehmen. Das ist selber Tiere schießen ist super, aber die scheiß Ausnehmerei jetzt mal. Ha ha ha!
Ohne Bier geht die Arbeit nicht so von der Hand. Wow, sehr, sehr lecker. Wow, schau dir das an, schau dir das an. Jetzt wird sich der eine oder andere wundern, na, warum das jetzt ein ganz anderer Topf ist. Der Topf war zu klein. Ne? So ein Biber zieht da gerne mal um und wir haben den jetzt da mal da rein in diese Form. Und ich meine, schaut euch das an, ich meine, ist das nicht ein Traum? Ein wenig Gemüse, Kartoffeln, Zwiebeln, ein wenig Sauce. Ah, geil. Told me when I was young,
Wichtiges habe ich vergessen. Irgendwas Wichtiges. Biber, 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 Fisch, den Schwanz braucht man noch. Guck mal. Was braucht er denn? Möchten Sie vielleicht einen frittierten Biberschwanz? Immer? Ja, dann hau doch rein. Das ist Knoblauchkäse und das ist Gurke. Nur passt. Ja, willst du noch gar? Warte mal an, nehme ich noch. So, bitteschön. Habt ihr schon gegessen? Gibt ja dann einen geschmorten Biber noch. Ja, super. Danke. Oh, bitte. Scheiße, ich hab vergessen, da hat eine Fischallergie.